Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn heute geht es mal um das nächste DLC in GTA Online, denn Rockstar Games hat tatsächlich schon bestätigt, dass sehr bald, wirklich sehr bald ein neues DLC kommt. Und in diesem Video, Leute, zeige ich euch die bekannten Infos von diesem DLC, wann das DLC kommt und vieles mehr. Aber Leute, bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video dort zu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die mich noch nicht abonniert haben, warum nicht? Sonst verpasst ihr die krassesten Videos in GTA Online. Ja, ne? Deswegen würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes, wenn man nach offiziellen Informationen sucht zu irgendwas von Rockstar Games, geht natürlich erstmal auf Rockstar Games Newsware. Klar, hier gibt es natürlich einen schön hochgeladenen Trailer, den ich hier natürlich nicht zeigen werde, denn sonst habe ich wieder Urheberrechtsprobleme von, ja, den halt, ne? Deswegen, Leute, falls ihr euch den Trailer gerne anschauen möchtet, kein Problem. Link zur Rockstar Newsware-Seite und natürlich auch Link direkt zum Trailer ist natürlich in der Videobeschreibung. Aber Leute, ihr seht schon hier ganz fett, ab dem 15. Dezember, der wird das DLC The Contract erscheinen. Ja, The Contract, das sagt jetzt eigentlich jetzt nicht so krass viel aus irgendwie, ne? Deswegen, Leute, würde ich einfach mal sagen, scrollen wir mal ein bisschen runter und wir werden hier erstmal einen Text haben. The Contract, eine neue GTA-Story mit Franklin, Clinton und Freunden. Das bedeutet Franklin aus Story-Modus, falls ihr Franklin nicht kennt, was schon ungewöhnlich wäre. So, wenn wir hier einfach mal weiterschauen, werden wir auch sehen, dass wir natürlich neue Abenteuer erleben werden mit Franklin, mit seinen Freunden, aber auch mit Dr. Dre. Jetzt erstmal so, wer ist Dr. Dre? Dr. Dre ist ein Musiker bzw. DJ, so wie ich es verstanden habe. Und klar, wir werden natürlich auch viele, viele, viele neue Musik in diesem DLC erhalten. Gut, kurzer Spoiler für mich. Ich kann diese Musik nicht gebrauchen, GTA Online. Das liegt nicht daran, dass ich keine Musik mag oder sowas, sondern wenn ich streame zum Beispiel über GTA, also GTA Online halt, und ich habe außerdem irgendwie das Radio an oder generell die Musik nicht ausgestellt in GTA, habe ich natürlich Urheberrechtsprobleme. Deswegen ist natürlich immer so, neue Musik in DLC, viele feiern das, ich eigentlich absolut gar nicht, denn ich kann es wirklich nicht verwenden. Und das ist halt irgendwie schon ein bisschen schade, denn es ist schon, glaube ich, mittlerweile echt großer Content in GTA Online, aber ich kann es halt einfach nicht verwenden. Egal, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch über neue Musik in GTA Online freut oder nicht. Ja, meine Meinung kennt ihr jetzt, aber ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Klar, hier steht nochmal, ne, kurzer Inhalt, dass ja Franklin damals mit seinen Komplizen, ne, sehr, sehr viel Geld bzw. Gold gestohlen hatte. Und Franklin hat halt genau mit diesem erbeuteten Schatz was aufgebaut in Los Santos. Und zwar ein Unternehmen, eine Agentur. Jetzt natürlich erstmal so, hä, wie Agentur? Naja, Leute, hier sehen wir nochmal ein schönes Bild, ne, mit Lamar, ne, falls ihr noch kennt. Franklin, klar, solltet ihr kennen. Oh, Job gibt's auch noch. Ja, guck mal, Job, ja, das lohnt sich schon allein, das DLC. Und hier eine Hacker-Freundin, ich habe echt gerade den Namen nicht mehr im Kopf, aber steht auch später in Rockstar Newsware-Seite, also weiter unten, ne. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen weiter runter scrollen zu mehr Text, werden wir sehen, dass diese Agentur oder dieses Unternehmen, wie auch immer, so gesehen, für die Elite von Los Santos ist, beziehungsweise von Vinewood. Und zwar bietet das Unternehmen oder die Agentur für die Elite Elite-Lösungen an, da die Elite ja auch natürlich nur Elite-Probleme haben. Ihr wisst schon, es geht sehr, sehr viel um Elite, aber so muss es ja sein. Nein. Also generell geht es hier einfach darum, dass Franklin, klar, hat sein Unternehmen, beziehungsweise seine Agentur, und er sucht noch einen Geschäftspartner und auch noch den fetten Kunden, damit sein Unternehmen richtig durchstarten kann. Und da kommen natürlich wir ins Spiel. Nein, wir werden jetzt nicht da singen oder sowas. Nein, wir sind eher der Geschäftspartner, der alles regelt für Franklin, ja. Nämlich, Franklin hat ein Problem. Und zwar, wenn wir es hier ein bisschen weiter runter scrollen, werden wir sehen, klar, dass hier Dr. Dre natürlich erstmal wieder hier vorkommt, aber dass auch dieser Dr. Dre ein großes Problem hat. Denn Dr. Dre hat natürlich Musik gemacht oder schon neue Musik produziert, wie auch immer. Aber diese Tracks sind auf sein Handy drauf und genau dieses Handy hat er natürlich verloren. Und klar, später stellt sich raus, nein, er hat es nicht verloren, es wurde geklaut. Oh mein Gott, was? Ja genau, und natürlich müssen wir jetzt mit verschiedenen Missionen oder wie auch immer natürlich dieses Handy mehr oder weniger wieder zurückholen, damit die Tracks wieder in Sicherheit sind und natürlich dann Franklin den Vertrag abschließen kann und dass seine Agentur ihn vertritt und wie auch immer, ne? Gewinn für alle, Geld für alle, wunderbar. Gute Story, oder nicht? Aber gut, natürlich
Wenn wir hier ein bisschen weiter runter scrollen, werden wir auch sehen, vielleicht ist das Dr. Dre, ich persönlich weiß das nicht, aber auf diesem Bild ist eigentlich nicht das das Interessante, sondern eher das Fahrzeug im Hintergrund. Klar, die meisten werden das Fahrzeug sofort erkennen, und zwar ist es hier der Porsche Cayenne. Also in GTA irgendwie Fürster Kerno, keine Ahnung wie er heißen wird, aber auf jeden Fall ne, sehr, sehr eindeutig, welches Fahrzeug das ist. Sprich, wir werden auch hier in diesem DLC mindestens ein Porsche bekommen. Das ist doch schon mal eigentlich ganz, ganz nice, ne? So, wenn wir jetzt hier weiter schauen auf den Text, was uns Rockstar Games so gegeben hat, werden wir auch merken, dass wir hier zum Beispiel ein Büro im FIB-Gebäude haben. Ja, Leute, das ja, klingt erstmal so wie im FIB-Gebäude, aber Leute, tatsächlich ist das so, denn wenn wir jetzt hier mal weiter runter scrollen zu den Bildern, werden wir auch merken, dass diese Agentur, ne, hier irgendwie in Hochhausvierteln sind. Ich meine, da ist ein Shop, ne? Ja, der fühlt sich wohl. Aber wenn man so überlegt, okay, eine Position, wo dieses Bild ist, ist das FIB-Gebäude eigentlich sehr, ja, möglich, ne? Also ich bin mal gespannt, ob wir wirklich im FIB-Gebäude das Büro haben von dieser Agentur. Aber Leute, laut Gerüchten ist es aber auch so, dass wir uns so gesehen die Gebäude auch kaufen müssen. Das bedeutet, vielleicht gibt es auch mehrere Standorte, zum Beispiel über Nachtclub, dass wir verschiedene Standorte haben und da unsere Agentur mit Franklin dann vielleicht aufziehen werden. Aber so genau ist das natürlich nicht bekannt. Alles reine Spekulation gerade. Aber egal, schauen wir uns natürlich die anderen Bilder an, die wir hier noch haben. Und zwar haben wir einen kompakter EMP-Werfer. Das bedeutet, falls ihr die Waffe oder die Funktion dieser Waffe nicht kennt, ihr schießt auf irgendwas drauf und egal, was es irgendwie so Strom hat oder sonst irgendwas, es ist aus. Kein Strom, nichts da. Ne? Das macht diese Waffe. Gut, ich muss auch dazu sagen, Leute, dass dieses Bild ein bisschen übertrieben ist, denn ich kenne ja die Funktion dieser Waffe aus verschiedenen Missionen in GTA Online oder auch von den Arena-Fahrzeugen, die haben ja auch so EMP-Minen. Und nein, Leute, so eine EMP-Mine lässt ein Auto nicht sofort explodieren. Also ich persönlich glaube eher, Leute, ihr schießt auf ein Auto, das Auto bleibt stehen bzw. geht aus. Nach ein paar Sekunden startet das Auto wieder und fährt weiter, als wäre nichts gewesen. Ne? Deswegen würde ich eher das Bild dazu tendieren, die Waffe ist zwar nice, aber vielleicht auch sehr praktisch, aber ihr könnt damit keine Fahrzeuge mit 2-3 Schüssen in die Luft jagen, denke ich jetzt persönlich. Aber gut, Leute, das könnt ihr auch doch selbst in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Ganze denkt. Wenn wir jetzt hier ein bisschen weiter schauen, haben wir natürlich hier einen Rolls-Royce SUV. Gut, SUVs kommen auch in GTA scheinbar gut vor und das Auto, finde ich persönlich, sieht gepanzert aus. Warum finde ich persönlich, dass das Fahrzeug gepanzert aussieht? Naja, Leute, dieses Fahrzeug, wenn ihr es hier so seht, hat er an diesen Türen diese, ja, ich kann jetzt nicht sagen Gummimatten, auch wenn es so aussieht, es hat er diese Panzerung einfach. Ne? Und allein wegen dieser Panzerung denke ich mir so, gepanzert, ne? Aber Leute, das ist auch nicht der einzige Merkmal bei diesem Fahrzeug, was mir so aufgefallen ist, wo ich sage so, ha, okay, das ist irgendwie ein bisschen komisch, denn zum Beispiel hier im Hintergrund explodieren Fahrzeuge und das ist nun mal das SUV. Und wenn wir jetzt ein bisschen Richtung Motorhaube gehen oder eher gesagt Richtung Kühler, werden wir sehen, dass da, ja, man könnte vieles vermuten, was es sein könnte. Ich würde sagen, es ist ein Maschinengewehr eingebaut oder der Motor fängt gerade an zu brennen. Ja, was ist es wohl? Genau, Maschinengewehr. Das Fahrzeug ist ein Waffenfahrzeug. Leider werden wir bei diesem DLC auch Waffenfahrzeuge bekommen. Laut irgendeiner Quelle sind es tatsächlich sogar mindestens 4 Waffenfahrzeuge. Also sprich, einmal hier der Rolls-Royce, einmal den Buffalo soll man als Waffenfahrzeug bekommen können. Also es ist so gesehen das FIB-Buffalo, aber ohne das FIB, aber halt mit Waffen. Also bin mal sehr gespannt. Und den Patriot. Also den Patriot kennt ihr auch zum Beispiel aus dem Nachtclub-DLC, denn wir haben ja diese Patriot-Limousine. Und davon gibt es ja schon seit Ewigkeiten, gibt ja die normale SUV-Version. Und diese SUV-Version sollen wir wohl auch in einer Waffenversion bekommen. Klar, ich glaube generell, dass sie hier alles nur, ich sag's mal, Schusswaffen haben und keine Raketen in diesem Fahrzeug. Aber trotzdem finde ich persönlich eigentlich eher kontraproduktiv, dass wir so Waffenfahrzeuge bekommen. Denn GTA Online wird dadurch jetzt nicht sicherer, also irgendwie, nein, gar nicht. Es wird noch chaotischer, als es sonst noch ist, ne? Aber egal. Und das vierte und letzte Fahrzeug, was wir auch als Waffenfahrzeug bekommen, werden wir gleich weiter unten sehen, deswegen will ich das noch nicht spoilern. Aber gut, Leute, wir scrollen hier mal weiter runter
und sehen halt auch natürlich, dass hier nochmal ganz klar gesagt wird, yo, ihr werdet neue Musik erhalten, nicht nur von einem DJ, sondern von mehreren Gast-DJs, Mehrzahl, ne? Und dass auch die bestehenden Radiosender, sag's mal, geupdatet werden mit neuer Musik, mit der unveröffentlichten Musik von Dr. Dre und anderen Top-Artists. Deswegen sind wir mal sehr gespannt, oder eher gesagt, ihr seid gespannt, denn ich werde davon wahrscheinlich fast nichts mitbekommen. Aber hier wird natürlich auch gesagt, dass wir auch noch andere zusätzliche Jobs für die Agentur erledigen können. Dadurch werden wir Geld, Waffen und Fahrzeuge bekommen. Gut, Fahrzeugen, vielleicht ist es ja wieder so, dass wir die Fahrzeuge beim Kauf vergünstigt bekommen, wenn wir so und so viele Missionen gespielt haben für diese Agentur. Ist wahrscheinlich sehr logisch, denn das haben die bei letzten DLCs ja auch immer gemacht. Und ja gut, wegen euch habe ich die Fahrzeuge sowieso immer vom teuersten Preis gekauft am ersten Tag, damit ihr auch sehen könnt, was das für Fahrzeuge sind und etc., ob sich das Ganze lohnt. Und natürlich, Leute, werde ich es in diesem DLC auch für euch machen. Also, denkt dran zu abonnieren. Aber gut, Leute, wir gehen weiter runter und es fällt natürlich auf, dass wir hier den Elektroschocker bekommen in GTA Online. Ja, Leute, das wünscht ihr euch tatsächlich schon etwas länger in GTA Online, aber scheinbar ist es jetzt soweit. Wir bekommen den Elektroschocker. Falls ihr den Elektroschocker nicht kennt, müsst ihr eigentlich nur mal in Story-Modus gehen, denn dort könnt ihr den tatsächlich haben und auch ausprobieren und mal rumschießen. Aber wir sollen den wohl auch in GTA Online bekommen. Bin ich mal gespannt, wie viel Geld wir dafür latzen müssen. Aber egal, Hauptsache wir haben den. So, hier oben haben wir die Waffenkammer bei diesem Bild. Und jetzt bin ich echt gespannt, Leute, was jetzt als Waffenkammer hier definiert wird in der Agentur. Denn ich habe die Hoffnung, Leute, dass wir hier so gesehen neue Waffen aufrüsten können zu einer MK2 oder sogar MK3-Version. Also, ne, nicht so waffenkammermäßig, okay, ich sortiere jetzt mein Inventar mit Waffen aus, dass ich nicht mehr so viele Waffen mit mir trage, sondern ich hoffe persönlich wirklich, Leute, dass es eher in diese Richtung ist. Jo, wir nehmen jetzt hier ein Sturmgewehr und tun das mal so richtig geil auf mit neuen Munition, optisch, dies, das, ne? Deswegen bin ich tatsächlich mal sehr, sehr gespannt, wie oder was die als Waffenkammer definieren in diesem DLC. Aber gut, Leute, wir haben noch ein neues Fahrzeug. Ein neues Fahrzeug, ein neues Fahrzeug. Denn wir haben hier einen Aston Martin. Und ja, Leute, dieser Aston Martin ist scheinbar auch, ja, wieder gepanzert. Also Gummimatte an der Seite sagt wohl, dass es gepanzert ist. Und genau dieses Fahrzeug, Leute, soll auch angeblich ein Waffenfahrzeug sein. Also sprich, auch ein Sportwagen, ja, was Maschinengewehre hat. Oder Raketen, okay, ich glaube eher Maschinengewehr. Aber mal schauen, was sich Rockstar Games da einfallen ließ. So, ich glaube persönlich jetzt nicht, dass so ein gepanzertes Fahrzeug jetzt das schnellste Fahrzeug sein wird in GTA Online in der Klasse Sportwagen für Rennen und so. Aber naja, wenn die Gegner schneller sind als du, kannst du mal die einfach abschießen, ne? Also, wer weiß, ne? Aber egal, Leute, das waren jetzt so erstmal die Informationen, die so hier auf Rockstar Games Newsware-Seite drauf standen. Aber Leute, ich habe natürlich noch andere Informationen für euch, die zum Beispiel nur in dem Trailer sichtbar waren oder auch so durch Leakern gekommen sind. Und zwar, Leute, haben wir hier in dem Trailer einen ganz, ganz, ganz kurzen Ausblick auf ein Fahrzeug, wo man nicht genau weiß oder die Community nicht genau weiß, was das für ein Fahrzeug ist. Und zwar ist es hier wahrscheinlich, Leute, ein Porsche. Gut, warum wahrscheinlich? Naja, Rockstar Games fügt auf jeden Fall den Porsche Cayenne zu. Deswegen würde ich hier auch sagen, warum fügen sie nicht auch zwei neue Porsches hinzu, wie beim letzten Kami-DLC. Da waren ja auch mindestens zwei oder sogar drei Porsches dabei, ja. Deswegen würde ich hier auch sagen, Porsche auf jeden Fall machbar, sieht auch aus wie ein Porsche. Und was ich persönlich am coolsten finde, Leute, ist es natürlich auch ein Porsche Cabrio. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was man so an dem Fahrzeug so tunen kann, denn ich bin eigentlich ein Fan von Porsche, also von, ne, nicht SUV, sondern halt von Sportwagen Porsche. Deswegen, ja, ich freue mich tatsächlich sehr drauf, wenn das ein wirklich wunderschönes Fahrzeug sein wird. Aber Leute, wir haben tatsächlich noch ein Fahrzeug, was wir auf jeden Fall bekommen werden. Und ich glaube, die meisten werden sich da eher danach die Finger lecken. Und zwar ist es ein neuer Lamborghini. Und zwar der Lamborghini Sian. Oder angeblich soll ein GTA SSC Tutrara heißen, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich kann es nicht aussprechen. Auf jeden Fall sehen wir hier ein bisschen von der Vorderschnauze vom Fahrzeug. Ja, das Fahrzeug ist flach. Gut, das ist ein Lamborghini eigentlich immer. So, hier sehen wir nochmal den Lamborghini, aber tatsächlich von hinten. Und ich finde, Leute, wirklich, von hinten sieht er richtig genial aus. Und ich habe hier tatsächlich mal die Hoffnung, dass er auch in der Klasse Supersportwagen vielleicht nicht besser ist als der Krieger, aber genauso gut ist wie der Krieger. Dass man ein bisschen variieren kann, wo man sagt, okay, nicht jeder nimmt den Krieger, weil alle wissen mittlerweile, dass der Krieger der beste Supersportwagen in der allgemeinen Sicht ist.
Und ja, ich hoffe einfach mal ein bisschen mehr Konkurrenz in den Rennen zu haben und einfach mal ein bisschen Variation in den Fahrzeugen zu kriegen. Aber auf jeden Fall sieht der Lamborghini mega nice aus. Und ja, das preislich gesehen wird es, glaube ich, das DLC sehr, sehr, sehr teuer. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt drauf und freue mich tatsächlich auf den 15.12. Aber gut, Leute, welche Informationen haben wir denn sonst noch über diesen DLC, was wir so noch gar nicht erfahren haben? Und zwar, Leute, können wir in den kommenden DLC tatsächlich auch eine Garage kaufen mit bis zu 20 Garagenstellplätzen. Also bedeutet, wir haben genug Platz für dieses DLC. Und Leute, hier auch im Hintergrund sehen wir natürlich auch wahrscheinlich diese Garage. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht nur eine Garage-Ebene sein, da wird es wahrscheinlich vielleicht mehrere Garagenebenen geben. Aber so genau weiß man es hier tatsächlich jetzt auch nicht. Aber wir werden Platz haben für die ganzen neuen schicken Fahrzeuge. Also sind wir mal sehr, sehr gespannt. Außerdem, Leute, für die Glitcher unter euch, wie ihr wahrscheinlich alle seid, wird es euch sehr freuen zu hören, dass wir mit dieser Garage hier auch ein neues Workshop-System eingeführt bekommen. Das bedeutet, wir werden hier auch eine Tuning-Garage haben. Und ihr wisst, Leute, wenn hier sowas Neues hinzugefügt wird, gibt es immer neue Glitches, neue Merch-Glitches, Money-Glitches etc. Deswegen, Leute, dürfte wahrscheinlich die Zeit nach dem neuen DLC sehr, sehr nice sein für Glitchers. Also haltet die Augen offen nach neuen Glitches mit der neuen Garage hier. Aber gut, Leute, das waren tatsächlich jetzt erstmal alle Informationen, die ich soweit zusammentragen konnte zum neuen DLC. Wenn euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, Leute, dann würde ich mich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.